Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. So. Hallöchen. Mit unserem kleinen Problem, dass hier kein Zeit dran geht. Ja. Aber ich bin hier ein schlaues Kerlchen. Ja. Ich muss erstmal das Ding auf die Seite schieben. So. Und ich habe mir da überlegt. Schauen Sie her. Wenn ich das wiederfinde. Nee, 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 nee. Aua! Hör auf damit. Finde ich nicht lustig. Das tut einfach nur weh. Weil wir ja... Diese Treppe, die ist ja zu steil. Geht ja nicht, ne? Seil geht auch nicht. Aber was ist... Einen Moment. Es passt gut auf, Jungs und Mädels. Do it. Ja, chill mal. Wäre ich alles noch im Shuttle? Ah ja. Ach so, soll die Kerze darstellen. Ich habe mir das noch nie genau angeschaut. Sieht ja richtig scheiße aus. Wenn wir das... Nein. Wieder fertigstellen. Ungefähr. Do it. So mach. Yes. Was genau, jetzt? Dann geht wieder. Ist doch gar nicht mal so schlecht, 20 oder? 20 Baumstämme, jawohl. Jetzt ist die Frage, willst du genau hier, dass es losgeht? So direkt hier am Eck, oder findest du eher, dass es hinten bündig sein sollte? Glaubst du, du schaffst es, die Treppe etwas weiter links und etwas weiter nach unten? Oh. Ja, aber lieber ist die Treppe ein bisschen höher, anstatt zu niedrig, weil ja, man bleibt, obwohl, wenn man dann runter geht, bleibt man auch hängen. Ja, wäre schon besser, wenn man das irgendwie anpassen könnte. Pass auf, dann macht man das nochmal. Do it again. Kann man eigentlich auch? Hä, nee, das stimmt nicht. Hä, so ein Cars, was hab ich denn jetzt gebaut? Ist ja voll der Wurm reingekommen. Treppe. Nee, da ist voll der Wurm reingekommen. Weiß auch nicht warum. Ist ja eigentlich nicht passiert. Wurm ist ins Holz. Hast du einen kleinen Hunger oder so? Oh ja, ich hab richtig Hunger. Gut, dann, ich hab dir schon mal einen Vogel reingehauen. Du bist ein Schatz. Ich weiß doch. Ist nicht fertig. Ich komme gleich. Ich esse es mal lieber, bevor es verbrennt. So, eins ist noch dran jetzt. Geh schnell hin, bevor es verbrennt. Ich schaue es mir dabei an. Nee, es gefällt mir schon nicht. Das ist schon wieder... Das ist jetzt gerade gar nicht mal so leicht. Weil das da hinten steht über, das gefällt mir nicht. Nein. Weil das ändert sich jedes Mal. Das ist richtig dumm. Richtig karstig. Ist das eine eigene. Ist das eine eigene Treppe? Ja, ja. Okay. Pass auf, wenn ich das hier. Ich glaube, ich will das hier machen. Anders sieht es einfach nur dumm aus. Bisschen weiter hinter vielleicht. Vielleicht hier hinsetzen. Hallo, du gehst nicht weiter. Hallo, ich möchte. Ja. Millimeter weiter. Ach
so, ach so, man kann hier noch. Ach so, ne. Ne. Ich sehe das natürlich jetzt oben nicht. Theoretisch sieht es schöner aus. Muss ich auch von oben gucken, wie es oben ausschaut. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ja. Wo? Oh, ist das jetzt runter oder drüber? Das ist ein bisschen. Ich glaube, das ist drunter, oder? Oder eigentlich gleich, oder? Doch, das ist, glaube ich, ziemlich auf der gleichen Ebene. Ne, das sieht gut aus. Ja gut, man kann es nicht ultra perfekt machen in Deep Forest. Nee, aber ich glaube, das sieht echt gut aus. Aber das kann man so mal lassen, oder? Ziemlich gut, ja. Doch, einwandfrei gemacht. One wall free. Ach so, aber da ist ein bisschen. Ach, aber da macht es jetzt leicht nach. Gut, das habe ich aber ein bisschen mit Absicht gemacht, weil lieber ist es da ein bisschen drinnen, was mich jetzt nicht stört, anstatt hier draußen beim Weg. Ja, yeah, okay. Muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich fast mit Absicht gemacht. Wollen wir jetzt noch schlafen oder wollen wir die Nacht durchmachen? Weil es ja schon länger Nacht ist jetzt. Jetzt ist jetzt schon irgendwie länger Nacht, ne? Und ich glaube, es kam uns jetzt nur nicht so rüber, weil es so hell war hier überall. Wegen dem Feuer. Ja, genau. Ah, das ist immer blöd, ne? Ich speichere mal lieber. Aber gehen wir einfach mal in die Nacht raus und. Oh, hier sind ja schon mal ein paar Baumstämme. Ah ja. Stimmt, die gönnen wir uns mal. Keine Ausdauer, ich hab Hunger, ist alles kacke. Hast du den Vogel schon gegessen? Ja, schon. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht selber noch was hab. Nein! Verdorben! Ich hab vergessen, wieder das Reh aufzuhängen. Reh gleich? Oh, ja, jedes Mal dieses Gott. Blöde Reh. Hä, oder wieso hab ich so viel Reh gehabt? Ablegen, 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 ablegen. Mann, das ist richtig ärgerlich wieder. Ich glaube, dass das ein Reh war, das ist schon so lange her. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Ich muss mich jetzt erstmal. Planlos durch die Nacht. So, ich werde jetzt erstmal hier in diesen Wald gehen. In der Nacht natürlich. Und jetzt ein bisschen Radau machen. Trink was, trink das! Jetzt trinkt er, oder was? Klein Scheiß. Was will ich denn zum Kleinen? Jetzt halt besser. So muss das. Und jetzt setze ich mich kurz hin, weil ich irgendwie einfach keine Ausdauer habe. Ah ja, apropos Ausdauer. Habe ich auch nicht. Die tanke ich jetzt mal auf. Oh, das mit dem Stuhl ist echt praktisch, ne? Da war ein Stuhl? Stuhl, Hase. Ach, hier ist das Camp. Gleich um die Ecke eigentlich. Neben unserem Camp. Irgendwann mal können wir das Camp in unser Camp einbauen. Alter Dog, yeah. Ah, da ist ein Klebeband. Das ist gut. Das ist was. Was passiert eigentlich, wenn man eine ganze Mauer durch die komplette Insel zieht? Irgendwo wird es wahrscheinlich kaputt gemacht. Stimmt. Stimmt. Du haben recht. Alles neu. Tja, ich will jetzt aber gar nicht großartig draußen Holz fällen. Das ist richtig doof gerade. Ach so, Reh und so sind ein bisschen nachtaktiv, oder? Kann das sein, dass man die in der Nacht vielleicht? Das wäre mal bitter, wenn wir das jetzt herausfinden würden, dass die in der Nacht öfter erscheinen. Das wäre schon hart. Irgendwie. Hallo, es war ein Headshot. Headshot. Ich hab's Reh. Ich glaube, ich hab gerade was stampfen gehört. Ja, da stampft was. Ne, auf das habe ich jetzt keinen Bock mehr. Wenn es dich verfolgt, bitte bleiben Sie weg. Okay?
vergessen nicht mehr. Ah, Aloe Vera, das ist schon sehr gut, dass hier überall Aloe Vera ist. Ah! Help! Da sind böse, böse Menschen hinter mir her. Warte mal, ich bin hier vorbeigelatscht. So. Jetzt erstmal mir den Stuhl gönnen. So gefällt mir das. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und an und frei. Dir ist kalt und du frierst. Was du nicht sagst. Dir ist kalt und du frierst. Hier ist kalt und du... Oh Mann, mir ist auch kalt. Ah, bleib da, Vogel. Mann, warum ist mir jetzt noch kalt? Jetzt kannst du nichts machen in der Nacht, ne? Du kannst jetzt nicht schlafen, weil es schon zu lang Nacht ist. Ich kann jetzt nicht mehr planen, weil ich immer sofort friere. Jetzt hängen wir eigentlich nur am Lagerfeuer. Yes. Das ist ja mal richtig... Ah, ich habe ja Reh. Schnell aufhängen. Ja, bitte häng's auf. Ha, jawohl. Gut, also. Das Reh hackt. Was, das Reh hackt? Gleich wegbannen. Alter! Nein! Was? Oh nee, jetzt hab ich aus Versehen einen Arm reingelegt zum Braten. Ah, den musst du aber auch essen. Ach komm. Wir haben noch nie in der Forest Menschen gegessen. Ja. Wir haben noch nie Kannibalismus ausgeführt. So, ja, gleich in der ersten Nacht. Ja, ja. Das fand ich klar, ich nicht voll praktisch. Nicht essen, ne? Wenn du es so siehst, nicht essen. Hey, cool, ein Esszeichen. Lass es verbrennen. Ach, das ahnt der Arm, ja. Glaubst du, verschwindet irgendwann mal der Arm? Oder müssen wir das Lagerfeuer kaputt machen? Ich habe keinen blassen Dunst. Ne, ich habe jetzt keinen Bock da. Das war jetzt irgendwie. Mir wird kalt. Mir wird kalt. Komm, alle mal. Oh, schon wärmer. Aber es war eine gute Entscheidung. Ich glaube, das war besser so, weil es uns jetzt mal nicht, dass man aus Versehen ja. Irgendwie doch ist dann. Aber für uns, ist das so, manche machen das im ersten und gleich überleben, kommen die Leute essen, passt perfekt und so. Aber ich weiß, dass auch, ich glaube, dass nichts passiert, ne? Aber trotzdem. Doch. Also ich glaube, man wird krank, oder? Also man braucht ja, ich glaube, so schlimm ist das aber nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass du dann dauerhaft Leben verlierst, das wäre mal mega nervig. Ja, du, kann vielleicht Infektion und du musst dann regelmäßig Medizin nehmen. Welche Medizin? Ja, das glaube ich nicht. Du halt findest. Ich glaube nicht, dass du regelmäßig irgendwie Medic nehmen musst. Vielleicht während du isst, verlierst du ein bisschen Leben oder so, wie bei den Pilzen oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass es schlimmere Auswirkungen hat. Ich weiß nicht. Probier's doch aus. Nee, alles gut. Das ist gerade richtig dumm, ne? Oh, es wird hell. Oh Gott sei Dank. Ich glaube, ich friere auch nicht mehr. Aha, sehr schön. Und dann überall Fenster und hier eine Tür und boom, Alter. Richtig nice, Junge. Hier ist eine Türe. Genau. Boom. Und hier ein Fenster. Boom, 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 boom. Magst du einen Stockzaun oder einen Knochenzaun? Stock. Stock. Ja.
Ja gut, ich glaube, Fenster Richtung Wand oder also Richtung Mauer ist nicht sinnvoll. Ah, ich glaube, das mache ich später. Weil, wegen dem Fundament hier. Wir sollten jetzt, Ding holen. Achso, hier hast du schon Tür drin. Das ist schon mal sehr gut. Naja, ich weiß nicht, ob bei dieser Wand, ob ich es auf der kleinen Seite da hier... Da hast du ein oder Fenster. Oder hier zwei Fenster. Ich überlege gerade echt, ob wir hier zwei Fenster machen sollen. Ich überlege auch gerade, weil es so Richtung... Ja. Ja, genau. Gut, dann würde ich aber bei der kleinen Wand eventuell kein Fenster, sondern eher bei der großen. Wir schauen uns aus. Weil blöd gesagt, wenn wir da auch nochmal ins Fenster reinhauen, wir schauen das aus. Nee, ja gut. Nee, Oder nur das kleine links, weil da kannst du so schön aufs Lagerfeuer gucken und hier rüber. Weil ja, hier das hab ich auch schon. Und hier und können da wir dann ein bisschen vielleicht... was hinstellen, ja. Ah ja, genau, so eher so Essens. Genau, und dann hier die lassen und die auch lassen, weil da hast du eigentlich auch nur. Ja. Ja, ja, genau. Also weißt du, was heftig wäre? Wenn wir jetzt ein doppelstöckiges Haus machen und dann auf dem Haus nochmal einen Turm. Hey, komm, verschrei's nicht. Hey, das ist ein Regenbogen! Yay! Oh, oh. Toll, ich habe jetzt drei Mutantenrüstung verloren, geil. Ich überlege gerade, ob ich einfach neu laden soll. Wann hast du denn gespeichert gehabt? Wo wir die Aufnahme aufgenommen haben. Nee. Nee, Digga. Das ist ja voll doof. Wir haben jetzt so viel abgewartet und so. Klar, ist ärgerlich, aber... Ups. Scheiße. Hab ich irgendwas? Oh Mann, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Gar nicht mehr so leicht hier. Wo war denn das jetzt? Was hab ich denn gerade kaputt gemacht? Oh Alter, dieser Stoff verbraucht schon wieder. Ich hasse es. Ich hab doch irgendwas kaputt gemacht. War doch gerade dieses Anzeigen. Das hier. Oder was ist das? Ach ja, das war das Ding. So. Das Ding ist ausgelöst. Nein, jetzt habe ich wieder kein. Naja, jetzt habe ich wenigstens keine Augen mehr an meinem Arm. Boah, aber dieses fucking Feuer, ne, dass man sich nicht irgendwie löschen kann, was ist das? Ja, das ist hart, das stimmt. Das, da gebe ich dir. Das ist einfach. Vor allem so viel Schaden, ey. Das ist einfach nur unlogisch. Ja, du verlierst komplett deine Rüstung. Also sehr, sehr viel Rüstung. Ja, und ich war komplett voll. Ich hatte drei Mutantenrüstung, Rest, Knochenrüstung. Komplett voll. Komplettes Leben. Und man verreckt einfach. Hardcore. Das ist einfach nicht realistisch. Also, das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, das kotzt mich richtig an diesem Spiel. Weiß ja nicht, das erste Mal. Ja, weil wir relativ oft irgendwie aus Versehen angezündet werden, das stimmt schon. Und ganz heftig ist, glaube ich, wenn der Typ dich mit so einem Feuerball erwischt. Boah, das ist auch hardcore. Ja, richtig nervig, ja. Da hast du, glaube ich, richtig verkackt. Oh, wie nervig. Da bist du ja. Komm her. Boah, du bist ganz schön schnell verreckt. Junge. Komm her, ich bring dir Knochen, okay? Gleicht das ein bisschen aus.
Er ist mit mir, oder was? Ja, ja. Ich bin wieder komplett voll. Oh. Achso, hast du unsere Reserveknochen genommen, oder? Hm. Unsere guten Reserveknochen. Ich hab noch sehr genug. So. Holst du eigentlich gerade Baumstämme, oder was machst du eigentlich gerade? Richtig. Brav. Mach wenigstens was Sinnvolles, nicht wie du. Ja, wieso? Ich wollte auch gerade Baumstämme holen. Und dann wurde ich angegriffen. Ja. Ausreden. Und dann habe ich gekämpft. Und dann habe ich die Leiche zum Feuer gebracht. Und jetzt warte ich, bis er brennt, damit ich die Knochen irgendwo hinbringen kann. Wow, what the heck? Lass mich doch hier mal. Ach komm, jetzt deine Baumstamm passt jetzt nicht mehr rein. Na gut. Verdammt. Aha. Aber eigentlich bräuchte ich auch irgendwie Rüstung. Irgendwie fehlt mir welche. Kann man seine Rüstung nochmal verstärken, wenn man nochmal Rüstung anzieht? Ich habe keine Ahnung. Weil das dann so lila wird. Achso, kann man. Ach, das wird dann echt lila? Aber immer nur so teilweise irgendwie. Das. Ach, stimmt, das haben wir ja doch, glaube ich, schon mal gemacht. Ach so, weil Mutantenrüstung ist gleich lila und wenn du einfach mehrere Lagen Knochenrüstung drauf hast, dann wird es so stark wie Mutantenrüstung oder irgendwie so, oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, weil ich glaube, ich hatte jetzt dreimal lila und jetzt habe ich Knochenrüstung angezogen und jetzt ist es immer noch dreimal lila, aber andere drei lila. Ich glaube, du schmeißt es einfach weg. Ich glaube, du kannst es benutzen. Ach so, nee, aber du wechselst aus, du wechselst irgendwie aus? Nee, weil die andere. Ich kriege keine neuen Inventar. Also ich glaube, dass ich gerade Knochen verschwendet habe. Also ich darf es nicht machen, weil irgendwie glaube ich das Gefühl, dass das voll die Verschwendung ist. Also bei mir ist gerade so, dass ich jetzt mal so eine Reptilienhaut als Rüstung trage. Mhm. Und es immer. Ich bin randvoll und immer wenn ich jetzt. Also es ist immer wieder eine Knochenrüstung übrig und wenn ich wieder auf Tragen, dann schiebt die sich sozusagen nach oben und ich glaube, wenn ich oft genug drauf drücke, ist sie gleich im Inventar. Genau, bam. Ich glaube, das kann ich gerade schwer erklären, was ich meine. Ja, irgendwie. Ich habe keinen blassen Schimmer verstanden. Also du hast ja diesen Rüstungsbogen da halb oben, ne? Warte kurz, ich muss hier mal. Und wenn ich Reptilienhaut mache, ist der grün. Ganz unten. Ja. Und weil wenn ich die Reptilienhaut angezogen habe, ist eine Knochenrüstung übrig geblieben. Und jetzt habe ich immer wieder auf Knochenrüstung gedrückt. Tragen. Ja. Und dieser Balken ist nach oben gewandert. Und wo er oben war, ist er wie gesagt wieder rausgeflogen und jetzt habe ich wieder nur Knochen und Reptilienhaut wieder im Inventar. Aber warum? Ich war ja voll. Ne? Hab dreimal lila, also drei Mutantenrüstungen an. Ne? Gut, was natürlich jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt einfach nochmal Knochenrüstung macht, was dann passiert. Und jetzt habe ich ja eine Knochenrüstung angezogen und es ist auch nach oben gerutscht, das kann sein, da hast du vielleicht recht. Ne? Also diese lila, ne? Also es ist unten rein und oben raus. Aber ich habe keine neue Knochenrüstung im Inventar, ist eine andere. Aha, okay. Also, Treppe ist fertig. Oh, nice. Und kann man schön hochgehen? Und wie schaut's oben aus? Also, ja, das ist. Eigentlich ist es perfekt, ne? Ja. Das ist halt nur optisch, das ist, weil man, das ist halt so, ne? Dieses Eck da. Ja, weil es halt ein bisschen krumm ist. Ja, krumm. Aber theoretisch, wenn du hier guckst, besser ist es ja wie in der ersten Staffel. Holy shit, Alter, das ist da ja perfekt. Da weiß ich noch. Wo du an der Kante gehangen bist. Oder bei dieser Tür, wo wir nicht durchgekommen sind, das weiß ich noch ganz genau. Wow, da müssen wir trotzdem aufpassen beim Runtergehen. Nicht mit Highspeed runtergehen. Wieso? So. Naja, ich glaube, voll schade ist das nicht. Kommst du mit zum Fällen des Bäumes? Oh. Ich plan erstmal was anderes noch und dann ja. Okay. Machen wir jetzt einfach mal die zwei Wägen nochmal voll. Gut.
Lass mir da durch. Warum geht das nach unten? So ein Blödsinn. Kann es eigentlich sein, dass die Mutanten vielleicht einfach nur so Umweltaktivisten sind, die eigentlich uns davon abhalten wollen, dass wir einen Wald abholzen? Kann auch sein, ja, daran habe ich auch schon mal gedacht, ja. Muss ich dir, glaube ich, vollkommen recht geben? Ich glaube, ja. Bitte in diese Richtung fallen. Merci. Dieses ganze Gestrüpp, das kann's ja nicht. Und schon wieder leer, das Ding. Aber man muss sagen, der Treibstoff reicht doch relativ lang. Ja, ich finde, da bin ich auch ganz zufrieden. Vor allem, man findet dann hoffentlich relativ schnell wieder für so einen Treibstoff. Da muss ich auch sagen, da bin ich auch ziemlich zufrieden. Vor allem, da haben wir jetzt schon mehrere Projekte abgeschlossen und ich habe noch nicht mal die Hälfte verbraucht, also. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig, da musst du mir dann... Ach ja, Leute, ich weiß zwar jetzt nicht, wie viele jetzt noch wirklich zuschauen, weil... Jawohl, vielleicht skippt ihr bis zum Ende durch, je nachdem. Aber eine Frage, würde euch das Spiel Satisfactory interessieren? Das würde mich interessieren. Weil ich habe ja mal einen Let's Test gemacht und einen Teststream. Mhm. Würde mich mal interessieren. Ob da generell ein Interesse da ist oder meint so eher nö. Also ich muss ehrlich sagen, da wäre ich nur auf deinem Kanal, bei meinem Kanal nicht. Ja genau, bei dir weiß ich ja schon, dass du da eher kritisch gegenüberstehst. Jetzt ist die Frage, willst du dir einen Zaun hier da so haben? Er lässt sich sauschwer machen. Bei der Treppe. Also generell eigentlich eine gute Idee. Nur wenn er... Er schaut gut aus, von hier aus geht's immer schön. Manche hängen in der Luft und hier, ich kann es nicht anders abschließen, es geht nicht. Die zwei Stöcker, die sind immer da und ich weiß nicht warum. Ja, genau, das ist so, was ich sag. Wenn es da aufhören wird... Ja, bei der Treppe, aber ich krieg die zwei Stecker da nicht weg. Perfekt. Ich krieg die zwei Stecker da nicht weg. Aber generell eigentlich eine gute Idee, muss ich sagen. Oder zumindest halt da oben, das ist schon mal ganz gut. Bei der Treppe muss man halt schauen, ob man es braucht. Lol, der andere jumpt über die Falle und der andere ist tot. Naja. Einer drunter, einer drüber. Lebst du etwa noch unter der Falle oder was? Nein. Ich bringe mal zwei Freunde mit. Mach das. Ich versuche das gerade irgendwie schön hinzukriegen. Boah, das sieht furchtbar aus. Boah, die Ausdauer ist schon wieder so nach unten gegangen. Das ist ja furchtbar.
Also ich war ja erst skeptisch, aber die Fallen sind genial. Die sind saugeil, Alter. Vor allem diese Baumstammfallen sind doch effektiver als gedacht. Also irgendwie laufen sie doch rein. Wunderbar. Ach, wir haben ja jetzt drei Wägen. Ich war gerade ganz perplex, da steht noch einer. Boah, Alter, ich bin gerade zu konzentriert. Ich merk's, du sagst gerade gar nichts. Alter, bin ich schon wieder leicht schief geworden. Komm schon. Wieso liegt hier eine Leiche? Naja, ich nehme es einfach mit. Habe ich die mit dem Baum gekillt? Das kommt jetzt nicht. Wo ist die Leiche? Also ich habe gerade eine Leiche getragen und wollte sie ins Feuer werfen und sie ist einfach verschwunden. Ich höre gerade, dass irgendjemand bei uns irgendwas angreift. Ich höre es gerade, aber ich kann es dir nicht sagen, wo oder wer oder was oder wieso. Naja, ich gehe raus. Hallo, ist hier jemand? Ah ja, da hinten sind drei Leute. Genau, die ganzen Fallen brauchen eigentlich jetzt noch Seil. Ach, scheiße. Gut, also anscheinend die einen Fallen, die jetzt Glück sagt, die Baumstammfallen, die jetzt von unserer Mauer wegschauen, die waren jetzt alle unten, aber haben keinen gekillt. Also ich weiß nicht, wie effektiv die jetzt wirklich sind. Ich glaube, ich muss was trinken. Ja, ich weiß nicht, aber schau mal, dass du fertig wirst, weil die Folge ist bald zu Ende. Ja. Das ist unfucking fassbar, wieso ich immer automatisch irgendwie so ganz leicht schief werde. Ich raff's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist wohl wie auf einem weißen Blatt Papier, wenn man versucht gerade zu schreiben, irgendwann wird man schief. No, eigentlich sagst du es, ja. Och, so ein Fail, Alter. So. Nee, das gefällt mir also gar nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt nachwachsen lassen würden, wir würden echt voll im Wald stehen irgendwie. So richtig. Richtig hart, Alter. Um uns rum, ey. Ich glaube, Wir müssen da echt die ganzen Baumstämme erstmal. Also Baumstümpfe weghauen. Ja, so zumindest um ein bisschen um unser Ding rum, wenigstens. Ja, weil nicht, dass die da irgendwie dann irgendwie reinspringen können oder so.
Aua. Na gut, ist eh passend. Jetzt wird's eh langsam wieder dunkel. Dann können wir speichern, schlafen und dann können wir die nächste Folge starten eigentlich. Eigentlich schon, ja. So, jetzt nochmal positionieren, dass ich dann gleich wieder start. Kann ich eigentlich jetzt die oberen Dinger schon hinbauen? Tick, komm mal runter, komm mal runter. Das passiert mir die ganze Zeit und ich weiß nicht warum. Mann, wir greifen uns da schon wieder an. Die sind unten? Nee, rum. Hast du's? Sind, greifen die hier an, oder was? Ja, die sind beim Tor. Ich mach auf. Ja, mach auf. Oh. Oh Mann, komm vom blöden... Wow, sind das viele. Wow, shit. Wow, shit. Seh ich jetzt erst. Und jetzt, wo es dunkel wieder wird, ey. Meine Ausdauer ist gerade kritisch. Warte, ich muss mal kurz das Tor rüberrennen. Ich lock die mal in Richtung Fallen. Warum bin ich fast tot? LOL! Die Fallen sind ausgelöst. Aber das Ding ist, ich sehe nichts. Das ist mein größtes Problem gerade. Ich sehe gar nichts. Einer ist gleich tot. Oh, stirb halt endlich. Jawohl. Kommst du zurecht, oder? Achso, ich könnte dir Leid ein bisschen am Hals. Ich finde es gerade sehr interessant. Ich bin fast tot, ne? Aber hab noch fast volle Rüstung. Was? Ja. Rüstung habe ich nicht verloren, aber haufenweise Leben. Hä, hey, wie machen die das? Mit Giftpfeilen oder was? Wie soll man sich das erklären? Eigentlich sollte man jetzt längst schlafen. Ja, eigentlich schon. Gesagt, ja. Das ist wieder standardmäßig. So, lol, das ist ja nochmal eine Leiche. Hä? Der hat mich schon wieder erwischt! Ach, ich glaube, das ist das Blocken von dem Katana, so scheiße. Wenn du mich jetzt erwischt, bin ich gleich tot, ich sag's dir. Ja, die kommt wieder. Alter, wie bist du weg? Boah, ich bin halt unten beim Garten. Ja. Ich bin jetzt reingegangen kurz. Die greifen, glaube ich, gerade das Tor an, aber ich renn gerade weg. Ich greife von hinten an. Ich muss kurz oder irgendwie... Einer ist, glaube ich, reingepackt. Einer ist reingepackt, glaube ich. Nein, alles gut. Die sind bei mir. Aber... Oh, Medizin hingetan. Achso, warte, ich kann ja hier. Achso, weil ich gerade keine Medizin ausgerüstet hatte, ja. Ach, eine hängt an der Falle. Ja, und. Ah, okay. Oh, hier ist auch eine in der Falle drin. Lol, wie viele sind denn hier jetzt? So. Ihr willst mich verarschen oder was? Kannst du reinkommen? Können wir nicht einfach schlafen? Komm rein. Ja, die sind gerade abgehauen. Kannst du kurz rauskommen? Hier ist eine Leiche bei mir. Oh, sollen wir das jetzt echt noch machen? Eigentlich, wir sind wieder voll, wenn wir jetzt bald schlafen gehen, sind wir voll aus dem Rhythmus. Ja. Komm mit. Ah, komm rein! Mach einfach zu, dann gehen wir. Der wird dich schon nicht kaputt machen, oder? Ja, die Mauern gehen... Irgendwie nicht mehr so kaputt, ich versteh's nicht. Fahrt vielleicht, wenn wir echt weggehen. Oh lol. Wie viele Knochen hier sind. Ja, da waren schon zwei Leichen drin. Gut, aber wir können's ja reinwerfen. Das ist ja, sag mal, leicht verbuggt im Spiel. Man kann ja schlafen und die brennen. Wir von nochmal von uns sichern. Okay, ich speichere schnell. Und dann schlafen wir. So. Guck mal, die liegen immer noch im Feuer. Boom.
Ja, perfekt. Ich guck mal wegen dem Tor, ob da irgendwas kaputt gegangen ist oder... Ja. Wegen Reparieren gehe ich einmal rum. Mit dem Hammer. So, ich bräuchte einen Vogel. Ich übrigens auch, falls es ist. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass die Mauern sich von selbst irgendwie reparieren. Die nehmen einfach keinen Schaden, blöd gesagt. Also wir müssen sehr oft, wirklich sehr oft nicht reparieren. Und oh, jetzt sind wir schon wieder bei 40 Minuten. Au. Scheiße, ich habe irgendwie gerade verpennt, die Folge zu beenden. Okay. Irgendwie geschlafen, gespeichert und weiter geht's irgendwie. So, gut, dann danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge mach ich mich beim Geländer weiter und er holt fleißig weiter Bäumchen. Diesmal hoffentlich gerade gebaut. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt schon 3 oder 4 oder 5 Mal gebaut. Jedes Mal ist es schief. Ich weiß nicht warum. Naja, du wirst es in der nächsten Folge schaffen. Ich werde es schon schaffen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao.